Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen WoW Shadowlands Beta Let's Play. Ich befinde mich ein weiteres Mal in Torghast, Turm der Verdammten, und bin diesmal mit einem Mönch hier drin. Als erstes habe ich die Spezialisierung des Braumeisters gewählt, der gute Tankmönch. Und ihr seht schon, der hat einiges mitgemacht im Leben, ne? Er hat schon graue Haare, ist schon auf einem Auge blind und trotzdem noch voller Tatendrang und will den Kerkermeister eins auf die Mütze geben. Und ja, ich bin gespannt, was für Anima Boni der Mönch hat. Und vor allen Dingen, wie sich der Braumeister spielt. So wie ich das gesehen habe, hat er eine gute Kante an Überarbeitung gekriegt. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Und die erste Animazelle wartet auch schon auf uns. Los geht's. Doch bevor wir anfangen, nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke drücken, denn nur so bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Und los geht's. So, ein bisschen rausgezoomt, Interface eingeschaltet, das ist doch noch ein bisschen wichtig. Mein Mönch, ja, den habe ich zu den Nachtfey geschickt. Und zwar habe ich da als Seelenband die Nia dabei, habe ich auch schön durchgeskillt. Schaden der Paktfähigkeit erhöht und ja, hier unten den Fasshieb noch ein bisschen erhöht. Warum bin ich zu den Nachtfey gegangen? Ja, es war die einzige Paktklasse, sage ich mal. Der einzige Pakt, der hier unten eine Fähigkeit gibt mit 30 Sekunden Abklingzeit. Alles andere hatte 2 Minuten oder 3 Minuten, so Hard-CDs. Und außerdem sieht es sehr geil aus. Ich kann euch das mal zeigen. Das Fey-Linien stampfen. Alle 30 Sekunden römsen wir hier so rein, wie ihr seht. Und es sieht immer anders aus, dieses Muster. Und wir schlagen dabei heftig auf den Boden, was halt die Fey-Linien auslöst. Und Gegner, die davon erfasst werden, 600 Naturschaden zufügt und Verbündete heilt. Das ist eigentlich schon ziemlich stark. Und mein Staffeln, also die defensive Fähigkeit des Mönches, ist auch nochmal 5% effektiver. Und es kann sein, also es besteht eine Chance von 6%, dass solange wir da drin stehen, die Fey-Linien zurückgesetzt werden. Das heißt also, es kann eher als 30 Sekunden nochmal ausgelöst werden, was ziemlich stark ist. Und ja, dachte ich mir, nehmen wir doch das. Darüber hinaus haben wir die Fuchsgestalt, die Seelengestalt. Mit der können wir ein bisschen schneller rennen, was der Mönch mit Ski-Torpedo ja schon hinkriegt. Und deswegen sind wir noch ein bisschen fixer unterwegs. Als Legendary habe ich mir Stiefel hergestellt. Euer Feuerodem hüllt euer rechtes Bein für 8 Sekunden in Flammen, sodass euer Blackout-Tritt und wirbelnder Kranich-Kick zusätzlich 100% Schaden als Feuerschaden verursachen und die Dauer des Effekts Feuerodem beim Ziel zurücksetzen. Das klang ziemlich nice. Sobald wir Feuerodem machen, müssten wir, da oben ist es, der Kranichkick macht jetzt 100% mehr Schaden. 988 hat er vorher gemacht. Ja, wahrscheinlich dann nochmal als Feuerschaden obendrauf. Und das Coole ist, zwar hat der Feuerodem 15 Sekunden Ablenkzeit, aber ich habe geskillt, wo ist es? Hier. Dass meine Tigerklaue zu 25% den Feuerodem abschließt. Und ich hoffe, das geht sie dann Single-Target-mäßig bei Bossen gut auf. Animazelle, was gibst du uns? Bei der Beschwörung eines Erhabenen beschwört ihr einen zusätzlichen Erhabenen. Ich glaube, das ist Niosau hier, der Erhabene, damit gemeint. Schon sehr stark. Erhöht den Radius von Wirbelnder Kranichkick um 25%. Ne, ganz ehrlich, ich glaube, dann nehme ich lieber noch einen Erhabenen. Hier, die Heilung, die können wir erstmal wegkloppen. Hier, die brauche ich, glaube ich, gar nicht so stark. Und dann schauen wir mal. Chi-Torpedo. Fassib. Und dann mal hier die... Okay. Alles klar. Ich dachte, die stehen etwas länger. Da habe ich mich aber geirrt. Boys, kommt mal her hier. Und Fassib drauf. Wumms. Und dann ist der Kranich-Kick da eingewämst. Sehr geil. Komm her hier. Tigerklaue. Hier mal die Fässer kaputt gemacht. Das ist hier 2 Minuten. Was ist das? Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ja, genau. Sehr schön. Das ist nämlich ein Boni von meinem Seelenband, dass ich nach dem Kampf 20% Bewegungstempo abhabe. Sehr geil. Dann laufen wir hier ein bisschen zügiger durch. Kommt mal alle her hier. Ich bin ja Tank. Ich hole euch mal jetzt alle ran hier. Warum platzt denn hier alles? Weiß das einer? Was ist da los? Röms, seht ihr, da ist der Feuerodem zurückgesetzt. Röms, gleich nochmal den Kick hier rein. Ach, der ist auf Abklingzeit. Verfluchte Naht. Aber er hat mehr Schaden gemacht. Hoffe ich doch mal, weil 1400 sah nicht sehr... sehr nach 100% mehr aus. Weiß ich nicht. Nicht, dass das noch verbuggt ist. Warte mal, Freunde, ganz kurz. Legendary. Euer Feuerodem hüllt euer rechtes Bein für 8 Sekunden Flammen, sodass euer nächster Blackout-Tritt
zusätzlich 100% Schaden als Feuerschaden macht. Weiß ich nicht. Ich habe 1500 Crit gesehen und bei 980 Uncrit ist das nicht 100% mehr. Kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir mal gucken. Räums. Naja, jetzt haben wir keine Damage-Zahlen gesehen. Das ist einfach so umgekippt. Das Fass reingekloppt. Hier dir den Kick verpasst. In der Tigerklaue reingewämst. Nochmal Fass reingedonnert und ans Ende. Vielleicht ist da das andere Legendary, was ich mir ausgeguckt hatte, besser. Dass nämlich unser Fasshieb eine zweite Aufladung kriegt und 30% mehr Schaden macht. Ich hatte gehofft, dass sich das hier besser aufgeht. Komm, wir wirbeln euch hier mal alle zusammen. Jawohl. Dann kicken wir euch mal um. Feuerodem rein. Fasshieb. Kick. Euch unterbreche ich kurz. Die beiseite. Und jetzt Röms. Jawohl, die Leylinien hier reingeballert. Kick und weg. Jetzt kriegen wir hier aber schon gut Schaden, ne? Als Mönch-Tank. Müssen wir mal gucken. Ja, was die Überarbeitung angeht. Ich habe ja den Mönch. Ja, geht sehr gut mit dem Flammenatem kaputt. Den Mönch auf dem Live-Server mal eine Weile gespielt, auch den Tank. Und da war es noch so, dass wir zwei Gebräue hatten, die drei Aufladungen hatten und mit dem Talent jeweils vier Aufladungen. Das ist jetzt wohl nicht mehr so. Gab es auch kein Talent, glaube ich, jeweils nicht gesehen. Jetzt haben wir nur noch zwei Gebräue. Und zwar das Reinigungsgebräu, das hat auch nur noch zwei Aufladungen. Und das himmlische Gebräu mit einer Minute Abklingzeit und einer Aufladung. Das himmlische Gebräu ist so eine Art Bubble. Ja, das schildet uns. Und das reinigende Gebräu sorgt dafür, dass es mehr schildet. Ja. Und so geht sich das irgendwie auf. Müssen wir mal sehen. Ah, komm, lass die beiden Vögel da stehen. Ist egal. Wir holen jetzt hier die Seele raus und dann schauen wir mal, wie wir Single Target in dem da klarkommen. Kollege, ich spotte dich mal ran. Hast du gleich hier die Leylinien rein? Fassi, dich unterbrechen wir. Zack. Feuerkick. Feueratem, Tigerklaue, Passiv, Kick, Tigerklaue, das Gebräu mal gezündet für den Bubble. Ja, hat gehalten, die Bubble. Jetzt heilen wir uns noch kurz und gucken, was die Animazelle uns bringt. Seelen gestaltet eure Bewegungsgeschwindigkeit um zusätzlich 50% und die Abklingzeit ist um 30 Sekunden verringert. Ja, sehe ich mich. Wirbelnder Kranich-Kick verringert zusätzlich den von euch und Verbündeten innerhalb des Radius der Fähigkeit erlittenen Schaden um 10%. Das heißt, ich müsste dann auf einer Stelle wirbeln und weniger Schaden kriegen. Erhöht den Schaden und den Radius von Wirbelnder Kranich-Kick. Ach, habe ich vorhin gar nicht gelesen. Den Schaden erhöht es auch und den Radius. Das ist natürlich stark. Wir wollen hier alles nehmen, was Damage macht. Komm. Okay, die Animation bleibt gleich, aber ich denke mal, dass wir einfach mehr Ziele ranholen damit. Müssen wir mal schauen. Okay, Freunde. Hier meine Seele befreit. Dann Gewirbe, damit die Fässerchen kaputt gehen. Gibt uns wieder Phantasma. Phantasma müssen wir sammeln, um beim Händler kaufen zu können. Komm her, Kollege. Zack, Passiv, Tigerklaue und Kick. Ich weiß es nicht, Freunde. Das sah mir nicht nach 100% mehr Schaden aus. Das könnte noch verbuggt sein, das Legi. Ärgerlich, wenn man es nicht genau erkennen kann. So, ich ziehe euch jetzt mal alle ran hier. So, machen wir mal gleich unsere Bubble an. Feueratem drauf, Wirbel nach Kranich-Kick. Na, guck mal, wie wir hier durchgehen. Wunderbar, alles platzt, alles stirbt. Sehr geil. Kurze Heilung reingekloppt. Kann man hier auch mal machen. So. Du, mein Freund, du stehst hinten so alleine rum, hast zuguckt, wie deine Freunde sterben. Röms, kriegst du gleich den Todesstoß. Berührung des Todes rein. Genau. Habe ich alles gar nicht mehr so drauf, die Namen. Mann, 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 ist lange her, der Mönch. Beleben hinterlässt einen zersetzenden Nebel um geheilte Ziele. Das wäre ich. Der Gegner in der Nähe 3 Sekunden lang alle 1,55% Heilung aus Naturschaden zufügt. Okay. Wie viel heilen wir uns denn? Knapp 3000. Das heißt, wir machen 1500 als Naturschaden, wenn ich mich heile. Das klingt aber auch irgendwie stark, wenn man das deckt. Um was macht er das? Um geheilt zu. Das heißt, ich kriege einen Nebel, der noch Schaden macht. Freunde, ganz ehrlich, das nehme ich mal mit. Mal den Blitz da raus. Gucken wir mal, ob wir das optisch sehen.
Jetzt haben wir diesen Nebel, der 1500 Naturschaden zufügt. Sehr stark. Okay, Kollege, ich hole dich mal hier ran, stampf einmal auf den Boden und betäub dich erstmal. Fasshieb. Kick. Jetzt die Heilung gekloppt. Da hat sich unsere Paktfähigkeit zurückgesetzt. Bisschen Tigerklaue, mal eine Heilung hier gespammt. Kriegst du noch Schaden und fällst in Dreck. Sehr schön, geht sich eigentlich gut auf. Geht sich gut. Oh, die erhabenen Beschwören noch ein. Das nehme ich mit. Vielleicht kann ich sogar alle Götter hier beschwören. Vier sind es, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Neo Sao, Suen und der Kranich. Und die Schlange, genau. Zwei davon kommen jetzt schon zusätzlich zu Neo Sao. Oh, wieder so eine Feuerfalle. Du doch auch, ne? Oh, bloß weg hier. Ja, den Bonus nochmal. Und dann kommen alle vier Erhabenen nachher beim Endfight. Weil ich glaube, vorher werde ich es nicht brauchen. Es sei denn, es kommt nochmal ein Rare Mob. Verringert die Abklingzeit von Berührung des Todes um 36 Sekunden. Das ist auch sehr, sehr stark. Oder wir nehmen 300 Phantasma und gucken, was wir jetzt kaufen können. Ach, ist das wieder schwierig. Ist das schwierig. Komm. Ich will Boni sehen. Ich will sehen, was der Mönch so hat in diesem Durchlauf hier. Deswegen zwei Zellen. Und dann nochmal. Erhöht die Reichweite der Tigerklaue. Tigerklaue verursacht einmal zusätzlich Schaden und lässt euch auf das Ziel zustürmen. Das klingt auch nice. Die Dauer von Neo Sao beschwören ist um 50% erhöht und die Beschwörung wird eingesetzt, wenn ihr zum ersten Mal auf einer Ebene einen Kampf beginnt. Wie nice ist das denn? Dann kommen doch alle meine Erhabenen, oder? Mit Blackout-Tritt verursachter Schaden erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von Fasshieb oder Tritt der aufgebenden Sonne oder Furorfäuste um 25%. Och, bis viermal Stab über 100% mehr. Das ist aber auch so stark. Wie lange bleibt das denn? 25 Sekunden und 50% länger. Komm, wir nehmen das mit. Was anderes auch so stark. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt nehme. Der hat ja richtig geile Boni. Die klingen ja in der Theorie richtig geil. Nochmal gucken, wie das hier gegen so die nächsten räudigen Gegner ist. Das nächste Mal, wenn ich einen Kampf beginne, ne? Freunde! Ciao, Kakao! Da sind sie, meine ganzen Erhabenen. Jawohl. Suen, die Schlange und Neo Sao. Mega nice. Mega nice. Komm, gleich her hier. Gleich dir noch ein paar Pult. Ihr rotzt da noch richtig schön rein. Wie lange bleibt ihr? Der bleibt doch noch ein bisschen, ne? Können wir den Köter hier auch noch kaputt machen mit. Ja, das ist doch mal ein richtig, richtig geiler Boni. Gallas, mein Guter. Was suchst du? Glocke, Schwert, Freundin, Kumpane. Artefakt, hilft gerade Aspirantenglocke zu finden, natürlich. Neo Sao, du bist ja immer noch da. Aber die Freunde waren schon wieder weg. Okay, komm, wir wirbeln hier mal ein bisschen rum. Was hab ich denn da hochgepufft? Dann diese Wasserfalle, ne? Feuerfalle natürlich. Was sage ich? Boah, ich habe auch gut Schaden gekriegt von. Macht nichts, heilen wir uns einfach mal. Zack. Und schon sind wir wieder voll. Ja, wir gehen in die Richtung. Oh, sehr gut. Natürlich kommen meine Gehilfen jetzt nicht, weil sie nur einmal kommen, sobald ich den Kampf beginne auf jeder Ebene. Aber das macht nichts. Wenn man diesen Bonus nochmal kriegt, kann es ja sein, dass die dann vielleicht eine Minute oder so bleiben. Da kann man sich schon ein bisschen was zusammenpullen. Ansonsten euch mal kurz hier alle betäubt. Feueratem rein. Kick. Feueratem, noch ein Blackout-Tritt und dann ist die Sache auch gegessen. Der Mönch haut ja echt gut Schaden raus als Tank, bin ich ja begeistert, ne? Also hier ein Torgas. Ja, gut, es ist auch wieder ein bisschen anders gescaled. Tanks und Heiler machen hier drin ein bisschen mehr Schaden. Aber gut. Och, jetzt hätte ich erst das Fass werfen müssen. Sonst haben die keinen Brand dort drauf. Da gehen wir mal weg. Das Fass raufgekloppt, noch ein Kick hinterher und dann ist gut. Lundratte, lass mich in Ruhe. Jawohl, Galas, hast du schön gemacht. Komm mal, was zu Nütze, so ein Kumpane, der mit einem rumläuft, ne? So, euch mal mit dem wirbelnden Kick geholt. Fass reingekloppt. Oh, 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 was macht denn der jetzt für einen Schaden hier, bitte, Kollege? Was geht denn hier ab? Alter, lass mich doch mal los, ey!
Nicht sein Ernst, ne? Das muss ich immer richtig heilen, ey. Das war ja eine räudige Gruppe hier. Unfassbar. Einer, der mich ewig festhält und die 3, 4, 5 Caster, die Dauerfeuer gegeben haben. Da ist der Mönch aber schon eingeknickt. Das ist aber echt ungesund. Da muss man ja mal richtig aufpassen, wie man den playt. Junge, Junge. So, komm her. Feuer rein. Unseren Nachtfähigkeit hinterher. Bisschen Schaden rausgenommen wieder. Feuer setzt sie zurück. Vielleicht noch ein Blackout-Kick, wo ich glaube immer noch, dass der gebackt ist. Aber was soll's. Hier reingewirbelt. Fast reingekloppt. Tigerklaue und den Blackout-Tritt. Dass der Blackout-Tritt jetzt eine Abklingzeit hat, ne? Das ist ein bisschen nervig. So fühlt sich der Monk eigentlich jetzt echt ein bisschen slow an. Aber was soll man machen, ne? So, du noch ein Fass und ein Kick und eine Klaue und dann ist eigentlich auch gleich wieder gut. Da oben ist eine Glocke. Ich wollte schon sagen, nicht, dass wir hier falsch gelaufen sind. Sehr schön. Ich vergesse das ja öfter mal. Komm her jetzt hier. Schlundratten angeholt, euch betäubt. Passiv, Paktfähigkeit, Feuer rein, Kick, unterbrochen den Kerl. Paktfähigkeit hat sie zurückgesetzt, nochmal ein Passiv und ein Kick und dann ist auch schon Ende. Wunderbar. Oh, das ist schön. Wirbel an Kranichkick, nochmal 50% mehr Schadenradius. Freunde, wenn wir das zu oft nehmen und anfangen zu wirbeln, dann pullen wir den ganzen Turm, ne? Da müssen wir mal aufpassen. Gewährt das Talent Auge des Tigers, das habe ich. Dann könnte ich die Chi-Welle mit reinnehmen oder den Chi-Stoß, aber ich entscheide mich doch nochmal für den Damage vom Kick. Jetzt gebe ich dir deine Aspirantenglocke, jetzt machen wir hier schon 1000 körperlichen Schaden. Das ist auch nicht so viel, ne? Naja. Eure Zauber Angriff haben eine Chance, die Meisterschaft zu erhöhen oder Phantasma. Ich arbeite auf Phantasma hin, weil ich gerne nochmal beim letzten Händler, wo man diese geilen Boni shoppen möchte, die ich gerade weggelassen habe. Das wird dann wenigstens dem Endboss nochmal richtig Kante geben. Schön die Nase eindrückt mit irgendeinem geilen Spell. Ihr wisst, was ich meine. Jawohl, da kommen sie wieder, meine coolen, kleinen, erhabenen. Weiter geht's. Komm, wir müssen alles pullen, solange wir die haben. Dann setzen wir euch mal in Staub. Da mit der Paktfähigkeit, ein Kick hier. Nochmal alles Damage aus uns rausgenommen, Wirbelner Kranichkick und dann ist hier auch eigentlich schon alles gegessen. Jetzt können wir noch da hinten hin, bevor wir dann looten und die alle weg sind. Richtig. Miosau, ja, ich glaube, er ist der Letzte. Die anderen sind schon weg. Dann ciao, ne? Sag mal, kriegst du die jetzt kaputt oder was? Unglaublich. Komm mal her, blitz ich dich halt. Jedi Blitzdingsmönch-Attacke hier. Gut, die Seele befreit. Was ist mit dir denn eigentlich los? Komm mal her jetzt hier. Hey, ich spotte dich. Komm her. Ist doch wohl von mir eins aufs Maul kriegen wollen. Sei mal nicht so ein unfairer Zeitgenosse hier. Sehr schön. Ich muss allerdings wirklich nochmal zurück in die eine Richtung, weil ich glaube, da ist da noch eine Animazelle. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unseren Fuchs. Sind ein bisschen flinker unterwegs. Teleportieren uns. Sparen wir nämlich ein bisschen was. Dann euch in den Boden geschickt. Die Paktfähigkeit. Flammen reingewämst. Beiseite gegangen. Wir wollen nicht diesen Kick abgeben. Nochmal die Flammen rein und den Kick. Woran ich das sehen könnte, er soll ja angeblich auch den Flammen dort zurücksetzen. Da könnten wir nochmal drauf achten. So, Flammendot ist drauf. Der wurde zurückgesetzt auf jeden Fall. Gleich nochmal. Feueratem. Tigerklaue, Kick. Taktfähigkeit reingewämst. Passhieb, Kick und Ende. Aber es sieht nicht so aus, als ob der 100% mehr Schaden macht. Schade. Das erfährt man dann wirklich später nur, wenn man sich die Mühe macht, mit dem Damage-Meter das auszukundschaften. Nee, also ganz ehrlich. So, mit Rare Mob. Ich glaube, den holen wir uns gleich mal. Miosau ruft alle unsere Freunde herbei. Wir betäuben hier mal alles. Paktfähigkeit. Kick.
Paktfähigkeit. Oh, du Schwein. Du bist doch nicht mehr ganz helle, oder was? Und Todesstoß, du dumme Sau. Was hast du davon? Ist doch wohl nicht so ein Ernst. Wollte er mich da runterkicken? Hat er das gesehen? So nicht. Gleich schön Berührung des Todes und dann war Ende. Aber meine Erhabenen zerreißen hier auch komplett mal alles, ne? Mal wieder alle zusammengepult hier. Wir kriegen ordentlich, ordentlich Kante von Castern, das muss ich mal sagen. Gar nicht schön, gar nicht schön. Aber gut. Was haben wir hier? Erhöht den Primärwert um 15% und regeneriert alle 5 Sekunden 1500 Gesundheit. Das war alle 5 Sekunden mal 500 Gesundheit. Haben sie auch nochmal einen draufgelegt. War dem wohl zu schwach. Oder wenn ein Gegner euch angreift, erleidet er 1000 Naturschaden und wird zurückgebufft, wenn er mindestens 5% eurer Gesundheit euch hat Schaden zufügt. Ganz ehrlich, beides geil. Ja, die kriegen alle nochmal 1000 extra Schaden, aber hier sehe ich mich. Alle meine Fähigkeiten werden stärker, mein 15% mehr Beweglichkeit. Deswegen lieber das, da Feueratem rein. Ciao, Kakao. Schön geröstet, den kleinen Köter. Jetzt muss ich mal eben auf die Map schauen. Ja, da ging es nicht weiter, ne? Oder? Da ist noch so ein Durchgang. Da könnte eine Animazelle liegen. Hier geht's doch weiter. Was ist denn das Problem? Vielleicht ist auch nur ein anderer Aufgang. Muss mal schauen, ob der Ausgang mir schon präsentiert wird auf der Map. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da soll ich hingehen. Da kam ich rein. Ich glaube, da gehe ich zurück. Freunde, da glaube ich, da gehe ich zurück. Das machen wir jetzt nicht. Komm. Astralfuchs hier angeworfen. Nachtfähigkeit. Mal hier durch, teleportiert, alles mitgenommen. Bisschen gewirbelt. G-Rolle, gewirbelt. Bull. Fähigkeit rein. Wow, wow. Den unterbrochen, Kick. Tigerklaue, noch eine Tigerklaue, komm. Wirbelner Kranich, Kick. Was steht ihr denn hier als Caster und Ranged DPSler so weit hier hinten, hä? Komm mal her jetzt. Und du? Geslautert damit wieder. Die Schlundratte beißt mir in die Fersen. Komm, gleich gekokelt hier. Gibt's gleich Ratte am Spieß. So. Feierabend. Schnell noch die Seele befreit. Ich denke, dann sind wir hier aber auch richtig. Na? Weiß ich nicht. Oh, sieht ganz so aus. Hier sind schon wieder ein paar Konsorten. Den betäube ich gleich mal. Hau den Erfolgsfähigkeit rein. Flammenatem. Kick des Todes, Fasshieb und nochmal schön Tigerklau und dann war's das. Perfekt. Mein Freund, komm her. Kick, Tigerklaue, Flammenatem, Tigerklaue. Nochmal ein Fasshieb und nochmal die Tigerklaue, Blackout-Kick. Jetzt wirbeln wir mal ein bisschen, weil wir gerade Bock drauf haben. Und jetzt kriegst du Berührung des Todes. Ciao, Kakao, 35k. Ja, töte Ziele, die weniger Leben haben als ich. Max Leben, ne? Ja. Und ich habe 35k, also je höher mein Leben ist, desto besser, desto stärker funktioniert sich Berührung des Todes. Verringert Abklingzeit um 30 Sekunden bis zu einem Minimum von 30 Sekunden. Was? Einfach so? Verringert Abklingzeit um 30 Sekunden bis zu einem Minimum von 30 Sekunden. Alle Abklingzeiten? Na gut, die ja nicht. Nur die hier. Himmlisches Gebräu müsste runtergehen. Der auf 2,5 Minuten? Okay. Das würde ich gerne echt probieren. So. Neosau. 2,5. Warum ist das himmlische Gebräu nicht runtergegangen? Das ist auch schon wieder ein Bug. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt als einziges nicht mit reinzählt. Bis auf ein Minimum von 30, ja, ist klar, die haben alle weniger. Hier ist auch alles runtergegangen, die HCDs. Und die Berührung auch. Aber natürlich himmlisches Gebräu wieder nicht. Ja, Freunde. Da wollen wir mal gleich mal einen Bug-Report schreiben, ne? Ob das so gewollt ist. Ja, da bin ich wieder. Mal eben reported.
Vielleicht ist es ein Bug, vielleicht nicht. Vielleicht gehört das Gebräu nicht mit in die. Alle CDs werden reduziert, in Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Wäre aber mega nice gewesen, weil nur aus dem Grund habe ich es genommen. Gut. Ist jetzt halt so. Vielleicht wird es geändert, vielleicht wird es korrigiert. Wir werden es sehen. Demnächst. Und weiter geht's. Wir sind jetzt schon beim Endboss. Was ist denn das für ein Viech? Hat der irgendwas? 100.000 Leben. Die haben doch sonst mal 200.000. Oh Mann, und der kann doch bestimmt irgendwas. Wenn der nur die Hälfte des Lebens hat, dann kann der doch bestimmt irgendwas Gutes. Abklingzeit, Berührung des Todes. Nochmal verringern. Jawohl, nehmen wir mit. 1,9 Minuten, sehr schön. Fußfegerreduzierung. Erhöht den Schaden von Blackout-Tritt um 15% und lässt die Fähigkeit zwei zusätzliche Ziele treffen. Das hätte ich mal früher gebraucht. Rollen hat eine zusätzliche Aufladung. Nehmen wir mit. Wir fliegen gleich eh hier über den Rand. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich über den Rand fliegen hier. Um Gottes Willen, ich sehe mich schon sterben. Na gut. Kritischer Schaden, kritische Heilung erhöht. Okay. Wir sind Tank. Wir kriegen das hin. Wir holen unsere Erhabenen. Und dann geben wir ihm. Und dann schauen wir, was er kann. So. Ach, guck mal an. Die kommen ja erstmal von ganz alleine. Das ist schon mal gut. Kick. Klaue. Atem drauf. Backfähigkeit erneuert. Jetzt betäuben wir ihn. Er hat so ein dämliches Schild gezündet. Deswegen lebt er wahrscheinlich auch länger. Tigerklaue rein. Feueratem. Kick. Da gehen wir ein bisschen weg. Stellen uns hier wieder rein, damit das auch schön reduziert wird. Seinen Cast haben wir unterbrochen. Wir nehmen mal ein bisschen Schaden raus aus uns. Packfähigkeit rein. Feueratem drauf. Jetzt stunnen wir ihn nochmal. Jetzt Berührung des Todes. Ciao, Kakao. Hat er das gesehen? Berührung des Todes. OP-Fähigkeit. Schlechthin. Einfach nur den Gegner runterkloppen auf 35k Life. Das, was wir haben. Ja, und dann schicken wir ihn einfach in Tod. Und werden jetzt nochmal unsere Ochsen zünden können hier. Weil die ja auf der Ebene beim ersten Kampf gratis gekommen sind. Ja, Freunde. Mönchtank macht schon Spaß. Mega gut, wenn man ihn dann auch noch perfekt beherrscht. Ich habe das jetzt nicht. Dann ist er wahrscheinlich noch viel geiler. Aber war schon sehr geil, hat mir gefallen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schaut euch auch auf jeden Fall meine anderen Videos an, habe ich euch unter diesem Video verlinkt, wie immer. Und links und rechts seht ihr auch Videos in den Playlists. Darüber hinaus, wenn ihr möchtet, supportet uns auf unserer Patreon-Seite, der Link ist auch unter dem Video. Und da gibt es ein paar nice Goodies und demnächst auch einen coolen Podcast. Bis dahin. Würde ich sagen, ich bin raus, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag, tschüss.